Hallo Leute, willkommen zu einem Pokémon TCG Opening. Heute mit der Endinalus VMAX Premium Collection. Wie ihr seht ja schon, was es da alles so Fettes dabei gibt. Hier so ein Pedending, fette große Karte. Wie und VMAX Karten. Ja, gleich mal öffnen. Auf der Rückseite steht nochmal, was alles mit dabei ist. Ja, die zwei Promokarten, dann die große Promokarte, ein Pin, fünf Booster Packs und eine Pullkarte. Ah ja, es sind nur 5 Booster Packs, jetzt sehe ich es erst. Hier sind 3 und da sind 2. Ja, und jetzt wird er nicht aufgemacht, wirklich. Lange ist es her, dass ich eine Premium Collection Box hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich die nachher nicht mehr gekauft habe. Eigentlich finde ich diese gigantischen Karten mega cool, aber irgendwann damit aufgehört. So, die Promokarten sind natürlich da in der anderen Plastikding hängen geblieben. Aber okay, so, ich versuche jetzt mal alles hier rauszubekommen. Ich glaube, ich fange an mit den Promokarten, die nochmal in so einem extra Behälter drin sind. Also, Plastikverschwendung gibt es nicht. Aber ich verstehe es noch alles für den Schutz der Karten, was auch gut ist. So wie, die fällt einfach aus. Gut. Ich dachte jetzt schon, Scheiße, wie bekomme ich die da raus? Aber ich habe die. Einmal hier Endinalus V. Ich finde, das Grün passt nicht so, der grüne Hintergrund. Also irgendwie passt der nicht zu Endinalus. Und dann Endinalus VMAX. So, ich habe jetzt keine Folien, oder? Liegen hier noch welche? So, passend zu Endinalus auch die passende Folie. Muss sein. Ich hatte erst die anderen Folien in der Hand. Also die mit Arctos, glaube ich, da ist ein Zapdos drauf. Und dann ist mir so eingefallen, hey, du hast doch noch andere Folien. Und dann habe ich die geholt. Das passt jetzt. Weil guckt, ich kann ja mal so zeigen und dann BAM! Nochmal. Perfekt. Okay. So, die zwei Promokarten. Und jetzt die große Karte. Yeah, also ist nochmal Endinalus VMAX, nur in groß. Also geil, auch mal so eine große VMAX-Karte zu haben. Weil die VMAX-Karten jetzt so anders ist, die ja hier am Rand auch nochmal so, dass halt das Full Art weitergeht. Waren die anderen auch so? Ich weiß es nicht mehr, aber ist geil. Kommt gleich zu den anderen. Die wackelt. Wollte ich euch irgendwie zeigen. Okay, dann ist hier der Pin. Der Pin. Fokussiert das die Kamera? Ich bezweifle es. Muss man mal schaffen. Ja, jetzt. Ui. So, der kommt zu meinem anderen Pin. Ich habe nur einen. Habe ich nur einen? Warum habe ich ja nur einen? Naja. Die sind mir eh nicht so wichtig. Die Pins. So, das ist aber hier die Codekarte von der ganzen Box. Viel Spaß damit. Und jetzt kommen wir dann zu den Boostern. Ja, das war alles. Die Booster. So, 5 Booster. Sonne, Mond, Schild der Wächter. Sonne, Mond, Aufziehen der Sturmröte. Flamme der Finsternis. Nochmal Flamme. Und Welten im Wandel. Von Welten im Wandel will ich auch ein Display. Ich habe übrigens ein Flammen-Finsternis-Display. Das kommt dann nächste Woche wahrscheinlich. Jo. Perfekt. Ich fange an mit dem Stunde der Wächter Booster. Mal gucken, was ist alles uns hier so erwartet. So, der Code. Bei mir sammelt es die ganzen Codes schon. Kartentrick, genau. Fast vergessen. So, Energiestrahl. Eine Trainerkarte. Was ist das? Lobgebläse. Mogelbaum. Laternecto. Schnäppke im Kühlschrank. Lustig. Gramurks. Mollunk. Wuffels. Botogel. Zweimal Botogel. Ich dachte gerade, habe ich die Karte nicht gezogen. Aber Botogel. Reverse. Und. Oh, eine Rare seit 10 Jahren. Das ist gut. Da kann ich seit 10 Jahren mein Buch reinmachen, wo ich die ganzen Pokémon der ersten Generation sammle. Ich glaube, bei seit 10 Jahren habe ich das noch nicht. Und ein paar andere auch nicht. Aber ja. Ja, nächste Booster. Sonne, Mond, Aufziehen der Sturmröte. Ich glaube, ich habe das vorhin falsch vorgelesen. Aber mir war es auch eigentlich egal. So. Der Code. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Energie, Feuer, Flunkiefer. Krebit, sieht voll brutal auf einmal aus.
Eine Trainerkarte. Traumfugil. Oh, das sieht geil aus. Schnutthelm. Wablu. Quiekel. Bummeluff. Rimach. Remoraid. Reverse. Und diverse. Oh, ein Traumagil. Sieht aber nicht so geil wie Traumfugil aus. Gut. Dann Welten im Wandel. Also auch echt nice Set. Brauche ich davon nur mehr Karten. Ich habe mir überlegt, ein Display zu kaufen. Aber ich habe mir gedacht, nee, du kaufst dir zuerst Flammen der Finsternis Display. Aber du willst auch irgendwann einen Glurak mal haben. Mal gucken, ob ich. Vielleicht ziehe ich ja Glurak. Also jetzt nicht in den zwei Boostern. Ich glaube es eher nicht, aber vielleicht in dem Display. Wenn nicht, geht es so lange weiter, bis ich endlich Glurak habe. Mimikma. Naja, da war Energie. Kampf. Trainerkarte, Lilipe, Seso Kids, ihr wisst schon. Teddy Ursa, Golbit, ja, Golbit, Araquah, Iguana, Meprana Reverse und Amaldo ist die Rare. Der süße Boy wird da so warped durch sein Blumenfeld. So, der vorletzte Booster. Mal gucken, was hier so drin ist. Den Booster einfach brutal zerstört. So, Codekarte ist falsch herum. Der Julia, der Kartentrick. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich sagen soll, deswegen sage ich einfach irgendwas. So, Energie, ihr wisst schon. Montipot, Jungglut, Trainerkarte, Lusadin, Kupfanti, Kapuno, Grillmark, Voltilam. Ohne Trainer-Reverse-Karte, Turbo-Pflaster und Reverse ein Fiaro. Junge, was ziehe ich hier? Ich ziehe nur Scheiße. Wenn wir was Gutes haben, ich habe einfach nur. Das einzige Gute ist die Promokarten bis jetzt. Na, nicht so der letzte Booster. Bitte klug sei bei mir. Ja, ich habe was im Auge. Trainerkarte. Ich hab die Karten. Ich glaube, ich habe die Karten falsch herum. Ja, habe ich auch. Energiestahl. Kretschitter. Diktri. Ich weiß gar nicht, wo es Dinge gibt. Seltenes Fossil. Baut. Raffel. Daddy Boy. Weberak. Weberak? Weberak, ja. Ignivor. Hippopotas. Netz, Reverse und ein Voltenso als Rare. Okay. Das war's, Leute. Das war's. Das habe ich alles bekommen. Mega, wa? Ja, ich finde es auch mega. Gut. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.